Mr. Jakob, Mr. Jakob, so what do, so what do. You can start, come. Okay. In German, huh? Really? Yeah, I'll try. Okay. Was war das beste Geschenk, das du jemals bekommen hast? You understood? Yeah, for sure. Gutes Deutsch hast du. Das war, glaube ich, von meiner Family die PS4 vor, glaube, 2 oder 3 Jahren. Ja. Zu Weihnachten, das war schon extrem besonders. Ich verstehe das. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Wie reagierst du, wenn jemand total spontan seinen Besuch ankündigt? How do I react? Yeah. It depends on who the person is. Like, if your parents. Yeah, and then of course I will be happy. I love my family and to get a visit from them is sehr gut. So, and when is your ex-girlfriend? Next question. Welchen Beruf würdest du gerne mal für eine Woche ausprobieren? Ich denke, entweder Polizist, weil ich finde, es ist ein ganz geiler Beruf, oder halt Torwarttrainer, weil Fußball ist halt irgendwie doch mein Leben geworden und Torwarttrainer sein ist, glaube ich, ganz, ganz cool. Okay. Welches war das schönste Land, in dem du je warst? Dänemark ist sehr schön, aber ich war in Argentina. Argentinien? Ja, Argentinien. Okay. In Buenos Aires. Sehr schön. Und ja, it's a really beautiful country with a nice culture and yeah, the people are nice, so it must be great. Argentina, ja. Welche schlechte Angewohnheit würdest du gerne ablegen? Ich bin sehr schnell emotional, also ich bin sehr schnell aggressiv. Wenn zum Beispiel irgendwas im Training nicht klappt, dann kämpfe ich mit mir selbst sehr schnell. Und deswegen, das will ich schon ein bisschen gerne abstellen. Ja, yeah. Good that you can see it also. Welches Kinderlied, Children's Song, ja, kannst du noch auswendig und singe es uns vor? Oh my God, why do I get this? A childhood song. We can sing it together. There's a Danish. But, well, like Danish, you okay. Sing. So it's like when I was a kid, it's like, okay, Mr. Jakob, Mr. Jakob, so what do, so what do. Wie sieht ein perfektes Date für dich aus? Okay, ein perfektes Date. Ich finde. Romantische Philipp. Ja, romantischer Philipp kommt jetzt raus. Ich finde, dass die Frau oder das Mädchen nichts planen muss. Also du sagst, ey, ich hole dich ab um 20 Uhr, sei dann und dann ready. Und dann gehen wir erstmal Check Essen eine Runde. Nach dem Essen ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen ins Gespräch reinkommen. Und wenn es perfekt läuft, dann nochmal vielleicht ins Kino. Gerade sind auch die Minions draußen, würde ich gerne mal reingehen. Und dann sie wieder nach Hause bringen, ganz gentlemanhaft. Und dann ist der Tag gegessen. And then you go to sleep? And yeah, we go to sleep. You go to sleep? Yeah, but alone. Okay. On the first date, come on. Ah, yeah, true. Was macht einen schlechten Tag für dich auf Anhieb besser? A bad like day. Good food or something else. But a bad day, ein schlechtes Tag für mich ist ein schlechtes Wetter. Wetter. Ja. So ja. Wie heute so ein bisschen. Ja, und okay. Regen. Regen. Ja, Regen. So when it rains and yeah, it's just cold and it sometimes is in Wolfsburg, you know. But then what can make it good is that you're with some good people. Yeah, you have your friends over maybe and eat some good food and watch some football, then is it ein sehr schöner Tag. Sehr schön. Freut mich zu hören. Bei welchem Film kommen dir immer wieder die Tränen? Tränen. Ja. Ah, okay. Das ist bei Fast and Furious 7. Ah. Der letzte Film mit dem echten Paul Walker. Ja. Ich habe halt 1 bis 7 geguckt und da kamen mir wirklich schon am Ende die Tränen. Dieses ja. It's been a long day. Yeah, bro, after the song. Ja, yeah, it's emotional, I understand. In welcher Sache wärst du gerne richtig gut? Outside of football? Ja. Ich will gern ein guter Basketballspieler. What you say? I would like to be a good basketball player. Yeah. I think to be a good basketball player, that's the coolest. To
just enjoy life and play some good basketball. I think it's really stylish, du musst, you know? Du ein bisschen größer werden, ne? Ja, aber... Like Stephen Curry. Yeah, okay. I could be. Maybe I can dunk still. And you know, the when you walk to the games, they always have cameras and outfits and all that. I really like that. Okay, so okay. Basketball player, I would like to be good at that.